Schönen guten Tag zu einem neuen Video der Blechgefährten. Heute geht es mal wieder um Jans Rentner-Vespa. Ihr habt zum letzten Short zum Sonntag gesehen, dass ich die Vespa angekickt habe zum ersten Mal. Der Pulini läuft, im Standgas zumindest. Habe hier so einen externen Gaszug dran gebaut, dass ich so ein bisschen mit dem Gas zumindest vorsichtig spielen kann. Und jetzt geht es in den nächsten Tagen darum, die Vespa oder den Motor vielmehr einzufahren, um dann später auf den Prüfstand zu gehen. Denn der Jan, der möchte brennend wissen, wie viel PS diese Vespa hat. Hat die nachher, keine Ahnung, immer noch die 9,6 PS oder hat die vielleicht sogar 15 oder 20 PS? Wir wissen es nicht. Wir wollen das rausfinden. Und das war so ein bisschen der Anreiz für ihn, sich Gedanken zu machen, was nehme ich denn eigentlich für eine Bremse? So eine geile Scheibenbremse, das wäre auch was, hat er mir vor einiger Zeit gesagt. Und parallel zu dem Motor habe ich dann natürlich schon mal an der Bremse so ein bisschen rumgetüftelt. Und wir haben da ein richtig cooles Konzept, wie ich finde, jetzt auf die Beine gestellt, was auch farblich sehr gut zu dem Grau nachher passt. Und vielleicht so ein paar Akzente von Pulini Blau oder so kriegt. Das müssen wir noch mal gucken. Da gibt es noch so ein kleines Optikpaket für die Vespa auf jeden Fall. Und ja, er hat sich entschieden, eine ziemlich geile Scheibenbremse zu verbauen. Ihr habt das wahrscheinlich in dem Thumbnail, in dem Titelbild schon gesehen, wie das Ganze aussieht. Ich will an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass das nicht der Weg ist, um von Trommelbremse auf Scheibenbremse umzurüsten. Um Gottes Willen, das ist ein Weg. Das ist nicht der günstigste Weg, das sage ich auch an der Stelle. Es gibt aber viele Wege, die in dem Fall nach Rom führen und auch funktionieren. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, weil es einfach optisch sehr gut passt, weil es einen sehr sportlichen Charakter vermittelt und haben uns auch für recht hochwertige Sachen entschieden, also auch was die Bremspumpe angeht, was den Dämpfer angeht und so weiter. Wir werden das im Detail alles gleich nochmal auf der Werkbank sehen. Und ich will nur nochmal sagen, wenn ihr da irgendwas an der Bremse am Fahrwerk macht, seid euch sicher, was ihr da tut. Guckt euch das Video vielleicht an, nehmt das als Hilfestellung, aber nehmt das nicht als die Kochanleitung und sagt, hier, der Timo hat das so gemacht, dann habe ich irgendwo doch hier im Video vergessen, einen Kupferring einzusetzen und ihr macht das nach und sagt dann, hier, der Timo hat aber gesagt, das baut man so, um Gottes Willen, nein. Macht das nach eurem eigenen Verstand, lasst dann einen TÜV-Prüfer drauf gucken und lasst das nachher abnehmen, weil es ist echt nicht zu spaßen damit, wenn irgendwas an der Bremse schief geht und ihr dann einen Satz irgendwie über den Lenker macht oder so. Ne? Deswegen, ich übernehme da keine Verantwortung, das wollte ich nur an der Stelle sagen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie die Bremse verbaut aussieht. Das ist alles schon mal grob zusammengesteckt und verschraubt. Und dann geht es hier auf die Werkbank. Ich nehme die Teile nochmal extra für euch auseinander und wir gucken uns mal an, was da so für Problemchen und Schwierigkeiten entstehen, wenn ihr die Komponenten kauft. Hat mir nämlich so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet am Anfang. Das muss ich euch sagen, das will ich euch auf jeden Fall erzählen. Jetzt gibt's Musik. Kurz mal drauf gucken, wie das aussieht und dann geht's gleich weiter. Viel Spaß! Ich habe jetzt einfach mal Hex-Hex gemacht, um das in den Worten meines Sohnes zu sagen. Ich habe alle Teile hier abgebaut und auf die Werkbank gepackt und bin von dem Konzept einfach mega angetan. Ich finde das super geil, das passt zu dieser Farbe einfach wirklich prima. Anfangs habe ich so gedacht, oh ja, die Rentner-Vespa war total grau, deswegen hat sie auch den Namen bekommen. Und sie mutiert jetzt aber nach und nach, finde ich, zur Rentner-Vespa mit 2 N. Ich hoffe, dass sie nachher mehr rennt als die 100 km/h, die sie bergab geschafft hat. Aber ich fand diesen Begriff irgendwie passend und der hat irgendwie mal eingebracht, steht. Ist gesetzt jetzt für diese Vespa. Jan, das ist deine Rentner-Vespa mit 2 N. Die Bremse vorne, mega geil. Alle Komponenten gibt es irgendwie in irgendeinem Silberfarbton, was super gut passt. Und ich glaube, beim Dämpfer ist auch so ein Violett mit drin oder so. Stand bei Scooter Center auf der Seite. Aber dieses ganze Zusammenspiel in Silberfarbtönen kombiniert mit Schwarz, dem neu lackierten Kotflügel, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, das ist echt eine feine Sache. Gabel natürlich auch überholt und lackiert. Ihr habt gesehen, wie ich das Schlingenlager getauscht habe. In der Zwischenzeit ist die natürlich auch in dem Original Piaggio Aluminio 983 ist es, lackiert worden, klar lackiert worden dann natürlich und reingesetzt worden. Ja, wir gucken uns jetzt hier mal alle Komponenten im Detail an, würde ich sagen. Stecken das alles wieder zusammen. Ich zeige euch Schritt für Schritt an der Vespa, wie man eine Vespa von Trommelbremse auf Scheibenbremse umbaut. Natürlich mit den Komponenten. Wir schalten die Perspektive eben mal um
Und dann geht's los, dass ich euch sage, welche Schwierigkeiten, Problemchen und so weiter dabei aufgetreten sind. So, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit dem supergeilen DGM Competition Pro Dämpfer. Das ist einer in Silber. Die Federn sind irgendwie in so einem taupe Farbton. Der Ausgleichsbehälter hier hat dieses wohlbesagte Violett oder Lila, was auf der Scooter Center Seite so beschrieben war. Ich finde, es passt super gut zu diesen ganzen anderen Komponenten, die dann hier in Alu eloxiert sind. Der BGM Competition Pro lässt sich einfach Plug and Play einbauen, eigentlich auch an meine Trommelbremse. Und sorgt dafür, dass mein Fahrwerk schon mal irgendwie 15 mm tiefer kommt. Ich kann den verstellen, ich kann die Druckstufe verstellen, ich kann die Federvorspannung verstellen. Das ist ein sehr, sehr solider, mega cool aussehender Dämpfer, den ich auch schon beim Robert verbaut habe an seiner Luna. Und die Optik alleine nur durch diesen Dämpfer wird schon erheblich, finde ich, verbessert, wenn es denn zum Konzept passt. Ne? Genau, den BGM Competition Pro in Verbindung mit, kurz zu den Reifen, Heidenau K80 SR Reifen mit einem sportlichen Profil, normale Breite, Felgen, original von der Vespa, nicht irgendwie nachlackiert oder so, sondern einfach in diesem Used Look gelassen. Sehen aber noch gut aus. Super, der Dämpfer wird einfach montiert, was ich gesagt habe, klar, geht ganz einfach. Was aber jetzt aus einer Trommelbremsachse eine Scheibenbremsachse macht, sind eigentlich diese zwei wichtigen Komponenten hier. Einmal die Aufnahme, dazu kommen wir gleich, und diese supergeile Narbe. Die Narbe ist jetzt in dem Fall keine Trommelbremse oder keine Trommel mehr. Wir haben ja sonst den Fall, dass wir die Narbe haben von vorne oder unsere Bremstrommel von vorne, und hinten ist dann der offene Bereich, wo dann hier meine Bremsklötze drin agieren und unser Vorderrad zum Stillstand bringen. Was wir jetzt hier haben, ist eine Narbe, die immer noch super geil klassisch aussieht. Das heißt, von der Seite, wenn ich hier drauf gucke, sieht das immer noch so aus, als wenn ich eine normale Trommelbremse fahre. Und von der Seite, wenn man auf die andere Seite geht, habe ich hier diese mega coole Malossi Whoop Scheibenbremse. Malossi Whoop, eigentlich eine Galfer Scheibenbremse, wie man hier sieht, gebrandet mit Malossi. Hat eine super coole Optik, wie ich finde. Und der Jan und ich haben uns für die Variante entschieden, aufgrund der Optik, weil es einfach zu diesem aggressiven Look irgendwie passt, zu diesem sportlichen Look. Die wird hier verschraubt auf dieser Zentrierung mit 5 Inbus-Senkschrauben und sitzt dann an Ort und Stelle. So viel erstmal dazu. Wir kommen gleich dazu, warum ich so ein bisschen schmunzeln oder lachen muss. Erstmal nochmal hier zu diesem klassischen Look. Die normalen Trommeln haben eigentlich sonst immer diesen, diesen geschlitzten Look, und der gefällt mir persönlich nicht so gut. Deswegen haben wir uns jetzt hier auch für die klassische Variante entschieden. Das ist eine Gremeca NT Classic Look, wie sie denn heißt, in Kombination, wie gesagt, mit der Malossi Whoop. Ich werde die ganzen Bezeichnungen, Teilenummern und so weiter, werde ich in die Beschreibung hauen, dass ihr euch das auch zusammensuchen könnt, wenn ihr möchtet. Macht die Suche wesentlich einfacher nachher. So, diese Narbe hat hier in der Mitte dann auch diesen Bereich, womit nachher die Tacho-Schnecke angetrieben wird. Die ist komplett ausgestattet, auch mit einem Dichtring, mit Lagern, die da drin sind, und kommt so vorgefertigt zu uns nach Hause. Jetzt kommt eigentlich, finde ich, das allerwichtigste Teil, was dann so eine Scheibenbremse komplettiert, und zwar ist das diese Aufnahme hier. Das ist eine Aufnahme von AF Parts, die Tourer-Variante. Die Tourer-Variante heißt, dass ich hier schon Nadellager drin habe. Ich habe hier die Möglichkeit, meine Tachoschnecke reinzusetzen mit den ganz üblichen Komponenten, die ich hier verschrauben kann. Habe aber auch nachher noch eventuell die Möglichkeit, hier einen digitalen Sensor einzubauen, so, der dann meinen Tacho versorgt mit dem Geschwindigkeitssignal. Worauf ihr achten müsst, ist, dass diese Aufnahme ohne Dichtring kommt. Wenn ihr die Aufnahme von BGM beispielsweise kauft, die ist komplett ausgestattet mit allen Dichtringen, die dazugehören, nämlich einem O-Ring, einem V-Ring, dem Radialwellendichtring, der schon eingepresst ist, und auch den Lagern. Die von AF Parts hat es nicht. Da kommt das Ding so, ohne Dichtring, und es kommen lediglich zwei Edelstahlschrauben mit, womit sich dann nachher hier der Sattel befestigen lässt. Ja, ganz genau. Was ich hier cool finde, ist, dass die schön eloxiert ist. Das ist nicht einfach nur gefräst, gedreht und gut, sondern die ist auch eloxiert, genauso wie der Bremssattel, zu dem wir gleich kommen. Und ich finde, das ist einfach eine
sehr, sehr harmonische Kombination, wie ich finde. Ja, ich erzähle erstmal und sage euch gleich, was auch hier die Schwierigkeit war oder das kleine Problemchen. Bremssattel, ein BGM-Bremssattel, auch in Silber, ein 4-Kolben-Bremssattel. Der hat sozusagen 4 Kolben hier drin, die die Bremsbacken ja nachher zusammendrücken. Und dieser Bremssattel und auch die Aufnahme ist eine radiale Aufnahme. Habt ihr bestimmt auch schon mal gelesen, wenn ihr euch ein bisschen irgendwie erkundigt habt. Das ist nicht axial angeschraubt, das heißt axial zur Scheibe sozusagen oder zur Achse, also in die Richtung. Nein, das ist von oben verschraubt. Ne? Also auf die Scheibenbremse drauf, auf die Scheibenbremse drauf gucken, heißt radial verschraubt. Das heißt, ich habe jetzt hier diesen Bremssattel, der hier dran kommt, und muss jetzt dann nur zusehen, dass der auch in die richtige, ich halte das jetzt mal so, dass wir von oben drauf gucken können, dass der in die richtige Position gesetzt wird. Ne? Dass der nachher, wenn wir den hier auf die Scheibe setzen, nicht zu weit außen sitzt, nicht zu weit innen sitzt und dann die richtige Distanz hat. Wir müssen den sozusagen einmal so ausdistanzieren und nachher auch dafür sorgen, dass die Scheibe auch genau mittig sitzt. Ne? Ich kann das ja einmal so ausdistanzieren und auch so ausdistanzieren. Und das muss ich alles nachher überprüfen, dass das dann auch hinhaut. Das mache ich, indem ich bestimmte Distanzstücke dort einsetze. Ich habe Distanzstücke für nachher in diese Richtung. Ne? Die kommen hier zwischen und ich kann dann die Richtung einstellen. Und ich habe Distanzstücke, solche Scheiben, die ich einsetzen kann, um diese Richtung sozusagen auszudistanzieren. Die kommen dann hier vor, dass ich das in der entsprechenden Entfernung zur Schwinge dann aufstecken kann. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir das zusammensetzen, was da welchen Abstand haben muss. Genau, das sind erstmal die Komponenten, die unten ans Rad kommen. Jetzt muss natürlich hier an dem Bremssattel auch ein gewisser Bremsdruck ankommen. Hier sitzt nachher diese Aufnahme dran. Beziehungsweise hier kommt noch dieses Banjo dazwischen. Ich mache das jetzt mal ohne Dichtring, einfach nur der Erklärung halber. So, oh, Finger, wo seid ihr? Da, ja, so. Und dann geht hier nachher meine Bremsleitung weg. Und die Bremsleitung, die ist in dem Fall schon an der Vespa montiert. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich schnappe euch jetzt mal kurz mit der Kamera. Die sieht so aus, dieses kleine Gewinde vorne. Und verschwindet dann da in der Gabel. Und rauskommen tut das natürlich, wie auch die Originale, da aus dem letzten Loch. So, und diese Bremsleitung hat natürlich ein bisschen größeren Durchmesser als mein Bremszug für die Vorderradbremse. Deshalb ist es nötig, dieses eine Loch da unten auf 9 mm aufzubohren. Also dann auch in dem Winkel, wie die Leitung jetzt hier reingeht, das schön aufzubohren. Ich meine, das ist auf 8, also ein Millimeter größer, ist jetzt nicht so die Schwierigkeit. Kann man auch ohne Bedenken einfach mit einem Akkuschrauber machen. Das ist jetzt schon mal Punkt 1 dieses Custom-Umbaus hier. Das muss man wissen und dann die Leitung in der richtigen Länge dort reinschieben. Ich meine, ich habe eine 1310 mm Länge bestellt und das ist auch wichtig, dass ihr da unten dann nicht ja, so einen riesen Bogen nachher habt, wenn ihr die Bremsleitung da durchzieht. Wir müssen nachher mal gucken, ob das alles hinhaut. Auch die Länge der Banjos berücksichtigen. Ne? Die haben ja auch hier nochmal so 30 mm Länge, je nachdem. Und das muss alles passen. Jo, jetzt haben wir die Bremsleitung. Die wird unten angeschraubt. Die kommt oben raus. Und muss natürlich auch irgendwie beliefert werden, beschickt werden. Und dafür haben wir uns hier für eine HC1 von Magura entschieden. Sieht so ein bisschen Enduro-mäßig aus. Finde ich aber super passend zu dem Konzept. Auch weil so ein paar Applikationen auch in schwarz sind. Ich sage das jetzt alles nicht so, nicht einfach nur, weil ich das geil finde und dem Jan sagen will, hier, kauf das, das ist alles toll. Nein, ich habe ihm das vorgeschlagen alles. Ich stehe da auch voll hinter. Ich finde das super geil. Ich glaube, der Bremshebel kam sogar ursprünglich von ihm. Den hat er irgendwo, glaube ich, bei mir gesehen, bei den Fotos, weil ich den auch für die Conversion nehme. Da hat er gesagt, er braucht so ein Ding. Das sieht cool aus mit dem Auslassbehälter hier oben, das muss da dran. So, HC1, 12 mm Brems, 12 mm Bremskolben, 12 mm Kolben. Kann ich klemmen
auf einen 22 mm Lenker, meine ich, und habe sogar die Möglichkeit, dass ich hier ein Bremslicht anschalten, einschalten, beschalten kann. So, wir gucken uns gleich an, wie das Ding montiert wird. Das erstmal nur zur Bremszange. Ich kann hier unten dann auch ein Banjo installieren und dann hier mit meiner Bremsleitung drankommen. Der Lenker an sich sieht folgendermaßen aus. Jetzt habe ich ja rechts eigentlich meinen Gasgriff. Ich hole den mal kurz. Der ist hier unten schon. Der sieht ja eigentlich so aus. Ja, ich habe hier mein Gasrohr, habe hier die Durchführung für den Bremszug und das ist alles gesichert und ich kann hier dran drehen. Dran drehen möchte ich jetzt in dem Fall nicht mehr, weil sonst würde ich ja hier die ganze Zeit meine Bremse mitdrehen. Das heißt, das muss feststehen. Was machen wir? Wir besorgen uns ein Gasrohr, dieses hier. Das ist von BGM. Das wird reingesteckt anstelle dieses Gasrohrs, wird fixiert mit einer Schraube, dass das Ding wirklich fest ist. Dann kommt meine Bremse drauf. Ja. Und dann kommt dieser Schnellgasgriff drauf. Ist auch von BGM. Ist hier vorne aus Alu. Ich glaube, hier ist ein bisschen... Nee, ist auch Alu. Und das Teil hier hinten ist aus Kunststoff. Und das Teil hier gleitet auf meinem Lenker nachher. Ja? Also so wird das nachher montiert sein. Und ich kann dann hier Gas geben. Ich habe auch einen relativ kurzen Weg, dass ich dann hier schön meinen Vergaser öffnen und schließen kann. Der Gaszug kommt dann hier an diese Stelle. Der wird dann auch durch den Lenker geführt und trifft dann hier rein. Wird umgelenkt um 90 Grad zu dieser Rolle da drin, dass ich dann hier auch mittels Seilzug meinen Vergaser betätigen kann. Kleiner Nachteil an der Stelle, was auch ja oft bemängelt wird, oder ich war letztens auch bei einem Kumpel, der auch meint, du baust hier diese Pumpe dran und machst den Schnellgasgriff, da wird doch dann der Lenker breiter. Ja, der wird ein Tucken breiter. Ich glaube hier so 2 Finger breiter ist es. Ist ja logisch, wenn ich das hier alles draufstecke. Ich habe ja nun einen gewissen Platz, aber die rechte Seite ist dann ein Tucken breiter als meine linke Seite. Ich habe das letztens schon probiert, saß da drauf. Ja, man merkt es, aber es ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, boah, das ist unfahrbar oder so. Aber so sieht das nachher aus und so kann ich nachher meine Scheibenbremse dann betätigen. Mega, mega cool. Ich würde sagen, wir starten, verlieren gar nicht viel Zeit, reden gar nicht mehr weiter viel. Ihr habt jetzt gehört, was das alles für Komponenten sind. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von den einzelnen Komponenten haltet und ob ihr die in der Weise auch montiert habt. Und ich sage euch jetzt, welche Problemchen aufgetaucht sind, als ich das erste Mal zusammengesteckt habe. Ich habe jetzt hier die Schwinge und muss jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Halter hier so anbringen, dass das nachher ja schön mittig ausdistanziert ist, dass die Scheibe wirklich in der Mitte des Bremssattels läuft. Und das erreiche ich, indem ich hier Scheiben unterlege. Also hier zu der Fläche kommen Scheiben hin. In der Summe sind das bei mir 4 Stück, dass ich auf eine Breite, auf eine Dicke komme von 2 mm sind das genau, die ich hier wirklich unterlegen muss. Besorgt euch da die richtigen Scheiben in der entsprechenden Durchmesser von 22 mm, dass ihr die hier drauf setzt und dann euren Halter ausdistanzieren könnt. Der kommt jetzt hier drauf. Mach das mal eben und sitzt dann jetzt hier schön mit seinem Lager drauf. Und wie ihr vielleicht eben gesehen habt, habe ich hier auf der Welle eine Nut eingefräst. In diese Nut greift nachher dieser Sägering hier, dieser Sprengring. Und den habt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr das rausgeholt, abgebaut habt, auch lösen müssen. Und der kommt jetzt nicht einfach so da drauf. Da kommt noch eine sogenannte D-Scheibe hin. Und diese D-Scheibe hat, oh, jetzt muss ich mal gucken, irgendwo ist eine abgeflachte Seite, genau da unten, wo diese D-Scheibe dann genau passend drauf kommt. Das machen wir jetzt mal. Und in dem Fall reicht auch die D-Scheibe aus. Da kommt jetzt keine andere mehr hin, dass das dann hier richtig schön stramm drauf kommt. Dann brauchen wir jetzt einen Schraubendreher, klemmen wir ein bisschen auf und gehen dann hier hinten ja, mit dem Schraubendreher mit drauf und drücken den dann runter. Zack. So, der ist drin, ist schön in seiner Nut drin und das hat jetzt hier wirklich kein Spiel in dieser axialen Richtung und lässt sich aber noch leicht bewegen, dass ich dann hier eine schöne Freigängigkeit habe. Ja, nächster Step,
ist auch schon die Bremstrommel. Oder nicht Bremstrommel, die Narbe mit der vormontierten Scheibenbremse, die wir jetzt hier schön einfach draufstecken können. Das ist ja auch alles vorgefertigt mit Lagern, Dichtringen und so, dass ich das hier einfach schön vorsichtig, dass ich den Dichtring nicht beschädige, draufstecken kann. Und meine Mutter dann hier schon mal provisorisch vorziehen kann, dass mir das nicht abfällt. Genau, so, jetzt seht ihr, dass das hier schön langläuft, dass hier die Freigängigkeit zur Schwinge da ist. Dass wir, ja, hier kann noch nicht so viel passieren. Ne? Also hier seht ihr jetzt, dass alle Abstände eingehalten sind. Jetzt wird es gleich interessant, wenn der Bremssattel dran kommt. Vorher würde ich aber sagen, montieren wir kurz den Dämpfer, dass das alles schon mal hier hochgehalten wird an der richtigen Stelle, und dann kommt der Bremssattel ganz zum Schluss dran. Den können wir nämlich komplett ohne alles andere dann direkt montieren. Beim Dämpfer habe ich mich für die Montage unten für 10-9er Inbusschrauben entschieden mit solchen Muttern, mit Flanschen, ne, solchen Buntmuttern heißt es, glaube ich. Das passt einfach richtig geil zur Optik, und das Coole ist, dass die Buntmutter, nachher werdet ihr sehen, perfekt in die dafür vorgesehene Öffnung passen. Vorher werden wir den aber erstmal oben am Sealant-Lager oder an der Gabel, nicht im Sealant-Lager, montieren, dass sie dann da schon mal an der richtigen Stelle baumelt. So, jetzt aufpassen, dass sie nichts zerkratzen. Die Passgenauigkeit davon ist echt wirklich sehr, sehr gut. Wir können jetzt hier die Inbusschrauben von der Seite direkt durchstecken. Ja, zack. Und das wirklich Coole ist dann, dass die Muttern, da sieht man es, genau hier zwischenpassen. Also diese bunten Muttern passen genau da in den Spalt rein, dass ich dann noch mit dem Schlüssel reinkomme und die Schrauben dann festziehen kann. Da am Ende auch einen ganz kleinen Tropfen Schraubensicherung auf die Mutter drauf, dass sich da auf jeden Fall nichts löst. Ne? So, jetzt kommt der Bremssattel dran. Ich hole ihn mal eben. Der Bremssattel muss ja so ein bisschen reingewippt werden. Den kann ich jetzt nicht einfach hier so gegenschieben und gut ist. Der muss an der richtigen Stelle so ein bisschen reingezwirbelt werden, finde ich. So, und jetzt zack, ist der drin. Ihr seht das jetzt schon. Hier kommen jetzt diese Distanzstücken dazwischen. Einmal unten, zack, und einmal oben. Gucken, ob ich da jetzt so rankomme. Ja, genau. Perfekt. Und jetzt einfach noch die Schrauben dadurch in der richtigen, ja, Freigängigkeit prüfen, ob das alles funktioniert. Ne? Die Scheibe schleift jetzt ein ganz bisschen, aber ich weiß, dass es bei einer Scheibenbremse durchaus normal ist. Das ist so ein Müh, wenn die schleift, und es schleift sich, denke ich, relativ schnell schleift sich das ein. Das ist alles noch im Rahmen. So passt das. Ich finde das gut. So, ich hatte euch ja erzählt oder angedeutet, dass es hier so ein paar Problemchen gab mit den Spacern oder überhaupt der Aufnahme und dem Sattel, dass das alles nicht so ganz hingehauen hat. Ich habe mir am Anfang einfach mal das Teil hier von BGM angeguckt, also die Aufnahme von BGM, die hat keine Spacer hier drin, habe das zusammengesetzt und festgestellt, das funktioniert nicht so richtig. Das ist alles zu eng toleriert, da hat hier hinten immer die Narbe an dem Bremssattel geschliffen, und habe dann auch mit Scooter Center telefoniert. Die haben gesagt, jo, Problem ist bekannt, wir überarbeiten gerade diese Aufnahme und da wird es ein Update geben. Also die BGM-Aufnahme gibt es bald wieder, die rutscht dann auch weiter in die Richtung, dass der Sattel hier weiter vom Radius nach innen kommt, und dann haut das alles hin. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt hier für den Fall die AF-Parts-Aufnahme genommen, die diese Spacer hat. Hab die gekauft, hab die angebaut und festgestellt, shit, funktioniert wieder nicht. Diese Spacer, die dabei waren, sind dann so kurz, dass dieser Sattel jetzt nicht mehr hier außen an der Narbe scheuert, sondern dass die Scheibe jetzt innen am Bremssattel schleift. Ich dachte, ich werde nicht mehr, ne? Das kann doch nicht sein. Du kaufst da so teure Teile und alles funktioniert nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann anstelle der originalen Aluteile, das sind hier, ich habe die hier alle in der Hand, diese hier, seht ihr? Ja, das ist, ich weiß nicht, ob man es im Bild sieht, ist ein Tucken schmaler. Die sind 11 mm.
in der Höhe. Habe ich neu gedreht, habe mir erstmal hier so einen Prototypen aus Edelstahl, weil nichts anderes da war, gedreht und den eingesetzt, 11 mm Höhe, also einen Millimeter mehr, reingesetzt und gesehen, geil, funktioniert. Hier vorne ist genug Platz und die Bremsscheibe schleift auch nicht mehr im Bremssattel. Also alles prima, alles super. Habe dann, wohl wissend, dass das Problem wahrscheinlich bei mehreren Leuten nochmal auftreten wird, gleich eine Kleinserie aufgesetzt von diesen Spacern hier in Aluminium. Und die wird es dann auch in meinem Shop geben demnächst, wenn der online geht, dass ihr die dann kaufen könnt, wenn ihr dasselbe Problem habt, die gleiche Kombination ihr habt aus Malossi Whoop, Cremeka und BGM Bremssattel mit diesem AF Parts Teil. Ja, und wenn ihr jetzt noch Bock habt und euch das noch weiter interessiert, dann schrauben wir da oben jetzt noch kurz den Gasgriff dran, die HC1 Bremspumpe und das Gasrohr. Mal gucken mal, wie das noch alles harmoniert, was da noch weggefeilt, gedremelt werden muss eventuell. Und dann ist das auch komplett. Dann haben wir den unteren Bereich, haben den oberen Bereich. Dann muss das nur noch angeschlossen werden. Und die Bremse kann bremsen. Auf geht's zum Lenker. So, das Gasrohr hier von BGM wird hier reingesteckt. Und hat an einer Stelle hier, seht ihr das, ein Gewinde. Und dieses Gewinde wird hier positioniert, dass ich hier durch dieses Loch eine Schraube stecken kann. Und diese Schraube war ganz alleine ohne jegliche Unterlegscheibe dabei. Ich habe mir jetzt hier aus einem Blech nochmal eine gebogene Unterlegscheibe gebastelt, die sich dann hier dieser Kontur anpasst. Ich habe die mit 6 mm aufgebohrt. Und die Scheibe, die ist hier an der einen Seite abgeflacht, dass das hier schön reinpasst. Und jetzt kann ich hier das Gasrohr schön festklemmen. Ich ziehe das jetzt hier so leicht fest. Ne? Jetzt dreht sich hier gar nichts mehr. Das ist jetzt gegen Verdrehung gesichert. Das ist dahingehend gesichert, dass ich jetzt hier das Ding nicht rausziehen kann. Was ich aber noch machen werde, ist, ihr könnt ja mal hier reingucken, hier hinten sitzt ja sonst diese Kunststoffscheibe drauf, ne? So wie hier bei dem Schaltzug. Und ich werde hier auf jeden Fall noch eine Bohrung durchsetzen, oben und unten, und werde hier einen Splint durchstecken. Nochmal als zusätzliche Sicherung, dass dieses ganze Gasrohr nicht nach rechts rausfliegen kann. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das dann hier in einer Rechtskurve rausrutscht und ich dann auf der Straße liege. Das wollen wir nicht, deswegen doppelte Fixierung. So ist das aber schon mal gut. Was jetzt als allererstes draufkommt, ist natürlich unsere Bremspumpe. Die Bremspumpe wird jetzt hier auch einfach nur draufgeschoben. Und das ist so das nächste, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe. Ich werde das jetzt hier mal leicht fixieren. Und dann springen wir mal in eine andere Perspektive. Es ist nämlich so, dass diese Bremspumpe hier diesen Stutzen hat. Seht ihr das? Der hier reingesteckt ist und das hier rechtwinklig rauskommt, wo dann hier der Schlauch zum Ausgleichsbehälter rankommt. Und dieser Stutzen stand sonst 90 Grad nach hinten weiter versetzt. Und ich habe mich echt beim besten Willen nicht getraut und hatte nicht die Eier, diesen Stutzen zu nehmen und zu verdrehen oder rauszuziehen. Das musste gehen, weil ich das als Ersatzteil auch gesehen habe, aber ich habe es mich einfach erstmal nicht getraut und habe dann gedacht, da muss ja hier so richtig viel weggesägt werden und das haut doch alles nicht hin, ne? Da kannst du nicht richtig draufstecken, der Bremsauslässbehälter steht dann irgendwo da hinten. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ding kann man rausziehen, das nur als Tipp für euch. Den kann man mit einer Wasserpumpenzange wirklich gut greifen, rausziehen, verdrehen oder auch einfach nur mit der Wasserpumpenzange nehmen und verdrehen. Das geht recht schwer, weil dort ein O-Ring drin sitzt und der recht stramm das Ganze zusammenhält, aber es funktioniert. So, wie ihr seht, ist jetzt der Platz gegeben. Ich muss jetzt hier an der Stelle da unten, da wo mein Finger ist, seht ihr das, da unten, da muss ein bisschen was von dem Dreieck hier des alten Bremshebelgriffes muss weggenommen werden, dass ich dann hier auch mit der HC1 wirklich komplett rangehe und allen Weg hier auf dem Lenker wirklich ausnutze, dass ich hier so viel wie möglich Weg auf dem Lenker kriege. Ich finde, das sieht auch doof aus, wenn es jetzt in so einem Abstand steht. Der muss auf jeden Fall ganz ran und wird hier unten ein bisschen was weggefräst. Jetzt hole ich mal den Gasgriff. Den Schnellgasgriff. Und den schieben wir uns hier auch noch rüber. Und der steht so ein bisschen nach oben versetzt, also so ungefähr. Wird dann auch geklemmt auf dem Gasrohr mit 2/8er Schrauben. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir vorhin gestartet sind, dass ich hier meinen Bremsgriff habe. Ich habe hier meinen Gasgriff, kann hier
Gas geben, zack, und alles weitere installieren. Was den Gaszug angeht, habe ich mir einen Universalgaszug gekauft. Das ist der hier. Hat den Vorteil, dass ich hier hinten, wie ihr seht, keine Kappe erstmal drauf habe und den Gaszug dann so weit kürzen kann, wie ich möchte und diese Kappe dann drauf setze. Und das ist soweit geil, weil das Ding ist irgendwie 2,50 Meter lang und ich komme dann hier oben, ups, oh Gott, ich komme dann hier oben raus und kann das Ende dann oben durch die frisch lackierte Lenkkopfabdeckung führen. Ja, und dann müssen wir uns noch einen schönen Punkt suchen, wo hier die Stahlflex-Bremsleitung durchgeführt wird, dass das nicht zu tief ist, weil der Stahlflex-Bremsleitungsbiegelradius darf 25 mm nicht unterschreiten. Das heißt, wir dürfen das jetzt hier nicht irgendwie abknicken oder so, aber da einfach eine schöne Position finden. Ich denke mal, da unten irgendwo, wo diese Leitung dann durchgeführt werden kann. Und ich werde es dann auch so machen. Deswegen habe ich hier auch diese zwei Gummitönen schon mal rausgesucht. Das habe ich mir exemplarisch hier nochmal rausgesucht, ob das hinhaut. Aber ich werde jetzt da einfach nicht nur ein Loch durchbohren und dann diese Leitung durchsetzen. Genauso wie oben an der Lenkkopfabdeckung nicht. Da werde ich mir dann hier sowas in der Richtung vielleicht ein bisschen kleiner nehmen und das dann einsetzen und dann die Leitung durchführen. Das heißt, wie bei den Zügen auch, wie auch bei der Vespa eigentlich überall. Ne? Ich habe hier immer diese Gummidurchführung, dass dann kein Wasser durchdringen kann. Ne? Auch hier, wo die Kabel durchgehen. Das ist, denke ich, eine feine Variante, um dann hier oben durch den Lenkkopf den Gaszug zu führen und unten die Bremsleitung. Ja, ihr merkt, so ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun. Eine kleine Bestellung muss ich noch rausschicken für so ein paar Dichtringe, Gummitüllen und so weiter, dass das dann alles komplettiert werden kann. An dem Lenker vorne muss noch so ein ganz bisschen weggedremelt werden, wie ich euch gezeigt habe, dass die HC1 ganz rangeschoben werden kann. Und dann wird es bestimmt ein Kurzvideo dazu geben, wie die Bremse in Betrieb genommen wird, wie die entlüftet wird und befüllt wird. Das ist ein cooles Short zum Sonntag, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare reinschreibt, wie eure Bremskombination aussieht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und wie ihr die Optik jetzt von der aktuellen Rentner-Vespe findet. Da wird bestimmt noch das ein oder andere lackierte Teil rankommen, wie ich gesagt habe. Und dann gibt es jede Menge Bilder versprochen hier in der YouTube-Community auf jeden Fall und natürlich bei Instagram. Folgt mir, wenn ihr möchtet, unter Blechgefährten auf Instagram. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Vespa-Videos sehen wollt, wenn ihr mehr wissen wollt über diese Rentner-Vespa und auch was die PX-Conversion angeht und alle anderen Projekte, seid ihr hier genau richtig auf dem Kanal. Klickt unten auf die Glocke, dann verpasst ihr nicht, wenn ich irgendwelche Videos hochlade. Immer wieder freitags und immer wieder sonntags zum Short zum Sonntag. Also haut rein, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao.